So, für mich ganz kurz, dass ich mir das merke, weil das ist nämlich relativ ein einfacher Trick, der auf ein Problem anwendbar ist, das öfter auftritt. Und zwar, wenn man ein Logo hat auf einem weißen Hintergrund und man braucht es aber freigestellt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder macht es mit dem Lasso, dass man den weißen Hintergrund weg auskiet, oder man macht so, wie jetzt da, indem man die Ebene nochmal kopiert, dann die Hintergrundebene ausschaltet, dann auf der kopierten Ebene Doppelklick macht im freien Bereich, dann auf die Alt-Taste drückt, dann sagt Oberfahrt, bis nichts mehr, bis der Hintergrund weg ist. Man sieht das schön, ist er da, jetzt ist er weg. Wobei, ich habe es vorher gehabt, dass ich es nur ganz wenig gehabt habe, dann war das Weiße zwar weg, aber man hat es dann trotzdem noch gesehen, es war nicht ganz transparent, deswegen tue ich es sicher so ein bisschen weiter zurück. So, etwa in dem Bereich. Okay, wichtig ist dabei, dass man die Alt-Taste gedrückt lässt. Gut, und das speichert man einfach und die Sache ist damit erledigt. Man speichert es irgendwo hin, wo man ins Projekt rein und hat es dann als PNG zum Beispiel wunderbar gespeichert.